Sie will die Menschheit vernichten, aber das Königreich Saudi-Arabien hat der Roboterfrau Sophia die Staatsbürgerschaft verliehen. Damit ist sie tatsächlich die erste Maschine weltweit mit Bürgerrechten und Pflichten. Die Aktion löst nicht nur Diskussionen unter FrauenrechtlerInnen weltweit aus, sondern auch KI-Fachleute sind sich nicht einig, was davon zu halten ist. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt deswegen alle Facts zur Roboterfrau Sophia, und zwar jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Als ihr Erfinder David Hansen die Roboterfrau Sophia fragt, ob sie Menschen zerstören will, guckt sie ihn mit ausdruckslosen Augen an, dann sagt sie, okay, ich werde Menschen zerstören. Das war im März 2016 und dieser Bug soll wohl mittlerweile behoben worden sein. Naja, wer weiß. Jetzt ist Sophia meist freundlich und guckt nett in die Runde. Schließlich ist sie seit Ende 2017 ein Teil der Menschheit. Saudi-Arabien hat der KI, also dieser künstlichen Intelligenz, die Staatsbürgerschaft verliehen. Bei Twitter hieß es dazu, "It is historical to be the first robot in the world to be recognized with citizenship. Please welcome the new Saudi Sophia. Hashtag F2 2017." Und natürlich setzte Sophia als Reaktion ihr Happy Face auf einer ihrer 62 möglichen Gesichtsausdrücke. Sie sei stolz und fühle sich durch dieses historische Ereignis sehr geehrt. Die KI war eigentlich zur Konferenz eingeladen worden, um den Fortschritt im Bereich der humanoiden KI, künstlichen Intelligenz, zu demonstrieren. Und tatsächlich, ihre Fähigkeiten, menschliche Ausdrucksweise nachzuahmen, sind erstaunlich. In einem Interview kann man dann dennoch einmal auf das große Thema zurück. Der Moderator wollte von Sophia wissen, ob Maschinen zukünftig zu einer Gefahr für uns Menschen werden könnten. Sophias Reaktion? Ein charmantes Lächeln. Er lese wohl zu viel Elon Musk und schaue zu viele Hollywood-Filme. Sophia weiter? Solange du nett zu mir bist, bin ich es auch zu dir. Oh oh. Roboterfrau Sophia hatte ihre Anerkennung als Rechtsperson im Vorfeld tatsächlich selbst gefordert. Irgendwann in der Zukunft würde ich gerne in die Schule gehen, ein Unternehmen hochziehen oder vielleicht sogar ein Haus kaufen und eine Familie gründen. Diese doch eher menschlich angehauchten Träume könnte sich die KI nun also theoretisch erfüllen. Sophia soll sich jedenfalls besonnen haben. Sie soll jetzt in der Altenpflege eingesetzt werden und will nach eigenen Aussagen den Menschen helfen, besser zu leben. Spannend auch noch der Augenblick, als Sophia gefragt wurde, ob sie als Roboter ein Bewusstsein habe. Die Antwort der KI: Woher wissen Sie denn, dass Sie ein Mensch sind? Im Großen und Ganzen steht wohl Marketing und PR hinter dieser Entscheidung der saudi-arabischen Behörden. Und ja, mit ihrem Auftritt hat Sophia einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch trotzdem, die Aktion wirft viele Fragen auf und die resultierenden Diskussionen sind mehr als nur gesellschaftlich und politisch angehaucht. Wir haben hier ja schon öfter darüber berichtet. Sowohl Stephen Hawking als auch Elon Musk warnen vor den Gefahren, die durch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, KI, ausgehen könnten. Anders dagegen der japanische Unternehmer Masayoshi Son, der mit Saudi-Arabien eine Megacity plant, in der auch Roboter leben sollen. Seiner Ansicht nach seien Roboter zu klug, um Menschen anzugreifen. Schließlich wüssten sie, dass es sinnlos sei. Die Europäische Union jedenfalls denkt schon länger über ein eigenes Rechtssystem für künstliche Intelligenzen und Roboter nach. Beispielsweise steht im Raum, Robotern einen Status als elektronische Persönlichkeit zuzuweisen. Dies wäre im Bereich Schadenersatz durchaus sinnvoll. Aber auch in anderen Bereichen des Lebens kommen immer mehr intelligente, menschliche Maschinen zum Einsatz. Und die Frage der Arbeitsgruppe des EU-Parlaments bleibt: Wie können wir verhindern, dass die Gesellschaft durch Roboter nicht entmenschlicht wird? Aber nicht nur unter KI-Expertinnen wird die Aktion heiß diskutiert. Auch das Thema Frauenrechte in Saudi-Arabien kam dadurch nochmal auf die Antenne. Denn Frauen sind dort Männern noch längst nicht gleichgestellt. Sie dürfen beispielsweise nur verschleiert in die Öffentlichkeit, Sophia aber trat unverschleiert auf. Zudem müssen Frauen in Saudi-Arabien einen männlichen gesetzlichen Vormund haben, ohne den sie das Land nicht verlassen dürfen. Hallo? Absolut unhaltbare Zustände und alles andere als zivilisiert. Auch viele ausländische Arbeitskräfte haben in Saudi-Arabien den Kritikern zufolge weniger Rechte als jetzt die Roboterfrau Sophia. Ein Journalist schrieb dazu, Zitat, ein menschenähnlicher Roboter hat die saudische Staatsbürgerschaft erhalten, während Millionen andere staatenlos bleiben. Auf den Punkt würde ich mal sagen, wenn ihr als Erste Neues zum Thema KI und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video,
von mir vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt mit mir in der Redaktion von Klicksum mitmachen und Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, Glocke vergessen. Und hier geht's weiter, dafür auch draufklicken. Bedroht künstliche Intelligenz die Menschheit? Da geht's nochmal um diese grundsätzliche und wichtige Diskussion. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.